Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung der 12. Folge. Wir stehen ja immer noch bei perfektem Wetter auf einem Rastplatz. Auf dem Weg nach... Komische Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Und dann würde ich sagen, fahren wir auch gleich weiter. Ich muss schon mal ausparken, ohne Bremse. So, und dann würde ich sagen, machen wir es. Warte mal. Darf ich da links? Nein, darf ich nicht. Okay, das sieht jetzt niemand. Aber wir müssen tanken fahren. Zumindest will ich kurz tanken fahren. So, wenn wir da jetzt einfach kurz. Erstmal aufpassen, dass wir da links anfahren. So. Weiter geht's. Okay, unser Fahrer ist jetzt erst eingestiegen, aber macht in dem Fall auch nichts. So, da machen wir wieder Karte rein. Ich habe mir immer noch nicht angeschaut, wo wir überhaupt langfahren und ab wann überhaupt die Kartenmod dann aktiv ist, beziehungsweise ab wann dann halt, ja, yeah, you know what I mean. Wann das halt dann kommt. Weil ich nehme die Folge jetzt gleich im Anschluss auf. Also ich habe gerade mal die... Das Mikrofon, das ist die Audiospur von mir selber gerade fertig noch bearbeitet. Ich hoffe, dass sich das jetzt irgendwann einmal vielleicht besser anhört, weil ich bin ja immer dumm experimentieren, wenn man das vielleicht eh hört, welche Einstellungen da jetzt genau am besten irgendwie passen. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt mal so akzeptabel ist irgendwie und nicht so ganz so grässlich wie am Anfang. Aber ich sollte mal den Anfang irgendwie vergessen, weil wir sind nicht am Anfang. So, jetzt hört es auch relativ dann auf zu regnen. Dann kann ich Scheibenwischer auch wieder ausmachen. Warte mal, das machen wir einmal kleiner, so. Ja, würde sagen, jetzt kann ich schon... eskalieren müsste es nicht. Das Video wird wahrscheinlich am... heute ist Freitagabend. Eventuell am Sonntag am Abend wird das dann umkommen. Ich werde es wahrscheinlich heute noch fertig schneiden alles. Aber ich lade trotzdem jetzt dann nicht beide hoch. Einfach aus dem Grund, dass ich dann am Wochenende nichts machen muss. Okay, ein bisschen tröpfelt es noch, aber das geht dann schon noch.
Ups. Warte mal, wenn wir jetzt gerade auf der Karte sind, okay, jetzt weiß ich, was das macht, wenn ich da drauf drücke auf den Controller. Aber wir sind ja dann gleich da. Okay, das ist nur mal ein Stück Autobahn. Genau, da sind wir dann nach Norden gefahren. Darauf. Und jetzt wären wir dann. Okay, da kommen wir ziemlich weit runter dann. Ich würde dann gerne so ein bisschen da in die Richtung. Und ja, weiß nicht, wir können ja mal runter nach Florida schauen. Und dann vielleicht rauffahren nach Kanada. Da oben irgendwo hätte ich mir vorgestellt. Und dass wir dann einfach, weiß nicht, vielleicht irgendwie kreuz und quer dann da einmal darüber wieder, dann vielleicht mal da rauf ein bisschen. Oder da das ganze Gewirr da mal erkunden. Ich wollte eigentlich gerade nur schauen, ob ich irgendwelche freien Dingsbelegungen habe für einen Controller, dass ich meinen Retarder da drauf legen kann. Aber nach oben geht nicht, da habe ich nach links und rechts schauen. Also oben schaue ich nicht nach links und rechts, aber dass ich dann wieder zurückkomme mit der Kamera. Und oh, wir müssen da. Ja, chill. Aber mit Retarder ist es halt einfach alles viel sanfter. Aber es ist auch nervig, wenn ich jedes Mal auf die Tastatur raufgreifen muss. Weil ich kann es ja versuchen, dass ich es mit dem Controller möglichst schön hinkriege, stehen bleiben. So zum Beispiel. Weil es würde so auch gehen, aber naja, bin ich nicht ungefähr der. Ungefähr. Ich hab's aber auch irgendwie mit meinem Ungefähr. Unbedingt der Fan von. Wenn das so abrupt dann ist. Und warum schüttet's jetzt wieder? Das gibt's ja nicht. Da regnet es, wer weiß ich nicht, was passiert. Und gewittern tut's auch schon wieder. Aber ja, eigentlich beschwere ich mich schon, aber ist auch endlich mal ein bisschen was anderes als die ganze Zeit Sonne. Erster Aufenthalt in Galoob. Errungenschaftsfortschritt. Scheiße, Alter, wir fahren am. Okay, jetzt habe ich. Ja, fail. Jetzt wollte ich eigentlich gerade vorlesen, was da gerade bei der Errungenschaft gestanden ist, weil ihr seht ja das im Video nicht. Und jetzt habe ich mich da auf links unten konzentriert und dann war ich am Pannenstreifen. Klingt komisch, ist es auch. Boah, was ist denn mit den FPS gerade los? Die wollen ja gar nicht. Unter 30. Ich glaube, das ist der Regen. Oder die Regenphysik, das kann auch sein. Aber ich schieb's eher auf den Regen. Ganzen Effekte auf der Windschutzscheibe und überall, die brauchen, glaube ich, ganz schön viel Leistung. Das werden wir auch machen. Okay, das nicht. Was machst du?
Sehe ich ihn gar nicht mehr. Da ist er. Ich würde aber interessieren, wie viel Platz da dann eigentlich noch ist. Ich glaube, das probiere ich mal jetzt kurz aus, wenn ich wieder hinten dran komme. Also jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Okay, das ist schon relativ knapp. Gut, also gar nicht mehr sollte man nicht sehen, aber so ist es, glaube ich, okay. Ich wäre dem sehr dankbar, wenn der jetzt dann sich da mal auf die rechte Spur verdünnisieren würde. Obwohl es jetzt gerade eh wurscht ist. Ups. Das gefällt mir fast besser, Thumbnail, als das, was ich vorhin gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber da passt dann kurz was mit den Scheibenwischern nicht. Also bei den Scheibenwischern erkennt man es halt dann ziemlich gut, sonst eigentlich eh nicht. Ich versuche, dass sich das so schneidet, dass man das möglichst nicht mitbekommt, dass ich da auf ganz geschwind in den, weil ich gehe dann immer in den Fotomodus und mache dann da meine Screenshots für die Thumbnails, aber dass da gerade so mit den Wolken da im Hintergrund, das hat mir jetzt besser gefallen als das, was ich vorhin gemacht habe. Es ist ja im Prinzip dann dasselbe gewesen, weil es war ja auch der Regen dann quasi. Das wollte ich dann auch nicht. Ich laber schon wieder viel zu viel Scheiße, aber es ist, über irgendwas muss ich ja auch reden. Weil sonst wird es erfahrt. Ich meine, wir könnten es auch ein bisschen spannender gestalten, indem wir jetzt einfach mal. Was war denn das gerade für ein Piepsen? Mal kurz. Nee. Okay, das hat jetzt gerade eh niemand gesehen, das weiß ich. Aber was war das für ein Piepsen? Moment mal, ich probiere das mal. Das kommt, glaube ich, wenn der komplette LKW mit allen Reifen nicht mehr auf der Fahrbahn drauf ist. Aber gut, jetzt wissen wir das auch. Ampel und wir sind gleich da. 150 Kilometer, das ist nicht mehr wirklich viel. Oh. So, jetzt können wir aber auch eigentlich, sollte jetzt ja noch, genau, können wir das eigentlich so machen. Und dunkel wird's auch. Oh, jetzt werden wir ganz schön schnell. Mit dem bisschen bergab, was wir da jetzt gerade gehabt haben. Schreibt mir jetzt jemand auf Steam, Mann. Das gibt's ja nicht. Also wer auch immer mir gerade im Video. Gott. Wer auch immer mir gerade auf Steam geschrieben hat, du bist jetzt im Video. Okay, da war gerade an und für sich die Stadt, aber wir sind ja. Naja. Ah ja, genau, jetzt kann ich. Land der Verzauberung steht da unten. So, jetzt muss ich dann nur aufpassen, dass ich mich da wieder nicht verfahre. Da müssen wir nicht runter, sondern erst da jetzt. Genau. Das Autobahnkreuz kenne ich aus City Skylines.
Aber auskennen tue ich mich trotzdem nicht. Zumindest nicht ohne Karte. Scheiße. Ja. Was sage ich? Wow. Alter. Kannst du dich mit deinem geschissenen, weiß ich nicht was, Kraxenauto nicht auf den Bahnstreifen stellen? Also hätte er vor uns da jetzt noch ein bisschen stärker bremst, dann wären wir dem richtig schön hinten reingefahren. Das wäre sich nicht mehr ausgegangen. Und dann auch noch so blöd auf die Abfahrt hinstellen, das gibt's ja nicht. Na, mal darüber. So, da ist die Abfahrt. Jetzt haben wir es dann gleich. Now open, 24/7. Ja, wenn es 24/7 geöffnet ist, dann gehe ich davon aus, dass es jetzt auch offen hat. Haben halt leider nur drei Retarder-Stufen. Ah, jetzt muss ich mitbremsen, sonst. Okay. Das war zu viel. Wow, ich sehe ja viel. Muss man so machen. Ja, da sehe ich jetzt auch nichts. Können wir eigentlich eh gleich da bleiben auf der mittleren Spur? Wenn wir sowieso jetzt gleich wieder links rüber müssen. Oh, wir haben grün. Ganz was Seltenes. Ganz, ganz selten. Das müssen wir richtig ausnutzen und wir müssen es richtig genießen, da drüber zu fahren, ohne stehen zu bleiben. Wer macht noch die Auffahrt da so blöd? Okay. Da müssen wir rein. Da dazwischen. Okay. Ah, fahren wir ein bisschen da ins Gemüse. Nope, auch nicht. Fast. So, jetzt aber nicht besonders schön. Wieder mal zu weit auf der rechten Seite. Aber das. Da wird wieder auch mal dumm gewackelt. Aber das nehmen wir, das akzeptieren wir auch. 26.000. Yo. Dann könnten wir aber auch eigentlich schon. Ah, nicht ganz, okay. Aber ich würde das gerne so früh wie möglich zurückzuzahlen, ja. Zurückzahlen. Weil wir haben bis jetzt nur drei Raten gezahlt.
Was eh gut ist, weil ja die wieder mal sauteuer sind. Weil für die drei Raten, wenn man sich jetzt ausrechnet, haben wir fast 2000 zahlt jedes Mal. Dann würde ich sagen, ist an der Stelle auch schon wieder die Folge vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann irgendwann nächste Folge wieder. Ciao.